Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe der Most Actives in dieser neuen Handelswoche. Letzte Woche hat der DAX ja auf Wochensicht endlich mal wieder ein Plus hinlegen können nach einigen Verlustwochen. Der Start in die neue Handelswoche ist dann nicht ganz so schön ausgefallen. Wir sind im Minus unterwegs. Schwache Konjunkturdaten aus China, da merkt man dann eben die sehr strikte Corona-Politik, die macht sich da halt in den Wirtschaftsdaten, so wie auch schon zum Teil befürchtet, bemerkbar. Das war ein Hingucker heute. Und die Großhandelspreise für Deutschland, die sind so stark gestiegen wie seit 1962 nicht mehr. Und die gelten nun mal auch als Vorlaufindikator für die Inflation. Also dementsprechend ist das jetzt auch was, was die Märkte eher belastet. Da tut sich der DAX dann auch schwer, die 14.000er-Marke tatsächlich zu halten. Im Moment sind wir wieder ein ganzes Stück darunter. Wir schauen jetzt aber am Montagnachmittag auf die meistgehandelten Aktien beim Online-Broker Flatex. Und da schauen wir natürlich erst auf die Kaufseite. Und da tummeln sich Valneva, die Lufthansa, die Deutsche Bank, die Deutsche Telekom und die Porsche Holding. Ja, bei der Telekom, da hat es die Aktie letzte Woche geschafft, mit einem gewissen Rückenwind sowohl von Zahlen als auch Analysteneinschätzungen aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen. Heute schwächelt sie zwar ein bisschen, aber es gibt trotzdem Positives wieder von Analystenseite. Die UBS, die hat das Kursziel angehoben und zwar auf 26 Euro. Auch Barclays hat das Kursziel angehoben, neues Ziel 23,50 Euro. Also die UBS hat die Aktie auf Kaufen belassen und Barclays auf Overweight. Und bei der UBS hat man geschrieben, es ist beruhigend gelaufen, das erste Quartal, und die Papiere bleiben attraktiv bewertet. Und auch die LBBW hat das Kursziel angehoben und die Einschätzung ist hier kaufen. Also einiges an Rückenwind gerade für die Aktie. Und die ist heute übrigens auch beim Kollegen Max Völkel der Trading-Tipp gewesen. Also auch ein Video, was Sie sich dann zum Beispiel bei uns auf der Seite anschauen können, wenn Sie noch mehr zur Telekom wissen wollen. Wir schauen jetzt direkt weiter auf die Verkaufsseite und da tummeln sich Valneva, TUI, die Commerzbank, Nel und ThyssenKrupp. Bei Valneva gab es einen Rückschlag, also für die Aktie, fürs Unternehmen. Fangen wir mit dem fürs Unternehmen an. Es wurde jetzt am Montag bekannt, dass die Europäische Kommission beabsichtigt, den Vorabkaufvertrag für den Corona-Impfstoff von Valneva zu kündigen. Warum das Ganze? Weil Valneva wartet immer noch auf die Marktzulassung seines Impfstoffkandidaten und da macht man jetzt eben von europäischer Seite einen Rückzieher. Das sind natürlich keine guten Nachrichten und Michael Döpke, der Kollege aus der Printredaktion vom Aktionär, schreibt dazu, im frühen Handel bricht die Valneva-Aktie gut ein Fünftel ein. Die Chancen auf eine Zulassung der EU haben sich merklich verschlechtert. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen. Die Aktie befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des Aktionärs. So, wir schauen noch auf eine weitere Aktie, nämlich ThyssenKrupp. Da hat man Pläne, genauer gesagt die U-Boot- und Marineschiff-Sparte, also ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, die will Teile der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern kaufen. Man will die Konsolidierung der Branche mitgestalten und einen deutschen Champion formen. So hat man es verlauten lassen. Der Vorstandschef der TKMS, der hat der Welt am Sonntag gesagt, wir haben Interesse am Standort Wismar. Die Werft wäre für jede Form von zusätzlichen Aufträgen geeignet. Zusätzliche Aufträge, woran muss man da denken? Der Kollege Thomas Bergmann aus der Redaktion, der schreibt dazu, vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und mit Blick auf das angekündigte 100 Milliarden Euro Sondervermögen zum Ausbau der Bundeswehr, da ist das natürlich, also vor diesem Hintergrund ist diese Sparte von ThyssenKrupp sehr gut ausgelastet und dementsprechend scheint diese Übernahme sinnvoll und die Mutter ist eine laufende Empfehlung für risikofreudige Anleger, so schreibt der Kollege aus der Redaktion. Das war's für die ersten Most Actives in dieser Woche. Passen Sie auf sich auf, haben Sie noch einen erfolgreichen Handelstag und morgen an der Stelle gibt es natürlich die nächsten Most Actives. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.